Farbe, das glaubst du auch nicht, gell? Sehen Sie es? Mhm. Unvorstellbar. Das ist, da musst du aufpassen, es sind so starke Pigmente, dass du direkt schier haben willst. Max Weiler seine großen Dämpfer geholt. Also, so dünne Suppen, weißt du, so ein niedriges Zeug. Und da von Druck aus. Max Weiler war ein großer Mann. Ja, er hat zu den Oberbresten. Mit der Temperamalerei, du sollst nicht zu dick sein. Das zeigt halt am besten, wenn es wirklich auf eine Monate machbar ist. Fügt man sich wieder ein. Da haben sie der Kleine. So, dann weiter. So, und das wird jetzt noch ein Leitzeichen, wenn es noch nicht einer mit ist. Da und da werden wir mit der Burg aufhören. Jetzt habe ich schon da ist schon das Eichelwerk gestuckt. Fetzt jetzt ein bisschen, weißt du, dass ich das. Einfacher, wenn man es glaubt, gell? Ja. So, Frau Dutzauer, wir sind fertig mit der Emulsion. Na, schau her, ganz eine saubere. Jetzt sehen Sie es ja, tut so aus Blindflug ist, verstehst du? Der Schweinehund Weidinger. Ich glaube, ich bin so ein gefährlicher Mensch, das kennt sich nicht so gut, das wisst ihr selber. Ich bin der Gefährlichste, ich bin unberechenbar, ich bin eine Ausgeburt der Gefährlichkeit. Ja, sicher. Muss das sein, sonst kannst du dich nicht gegen Dutzende bestehen. Weil was macht denn der Hauptmann an einen Lehrer? Dann machst du Schuss. Du musst dir der ganze Kunst. So, vorbei drauf.
muss jetzt aufpassen, dass man das Ganze nicht zu dick wird, das Suppen, weißt du? So wie dass ich mich aus allen Momenten, wo ich dort gezeichnet habe, gemalt habe, fertige Aquarelle, dass ich mir jetzt ein großes Bild aufbaue, das dann auch, dann fahre ich nochmal auf die Edmundsburg rauf, das auch dann das wieder gibt, was vielleicht eine Impression ist für so ein großes Panorama. Weil da bin ich ja schon recht genau gewesen bei den Geschichten da. Aber das zeichne ich mir jetzt nur genauer, nach all den Geschichten, da haben wir die Größen auf. Und dann gehe ich wieder mit Schichten drauf, die ganz zarte. Weil dick, der bei Eidemper ist ja nicht gut, wenn du dick malst, das Zeug plattelst dann runter mal, weißt, das geht ja nicht. Aber das ist nicht schlecht, da schau ich da jetzt, das, das weißt du, da kriege ich schon was zusammen. Das nimmt Gestalt dann. Da habe ich nur ein Foto, dass ich die Details ein bisschen besser machen kann. Weil so genau, das Aquarell haben auch nicht so schöne Details, das ist ja auch schon meine Impression, ob das stimmt. Stimmen dann die Maße gut. Wenn ich mir die Meterbilder noch drei lege, bin ich genau dort. Aber es muss ja nicht immer das sein, sondern ich muss einem Dutz auch Danke sagen, dass er da ist. Ja, bitte. Der wird jetzt jeden Tag kommen und ich da malen. Dann habe ich immer zwei, drei Stunden, wo ich intensiv bin.